Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mir mal wieder die You Try Me Box bestellt. Die ist hier und die ist prall gefüllt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die You Try Me Box ist eine ganz interessante Kiste. Denn für 24,90 Euro kannst du dir eine Box zusammenpacken mit Produkten, die du gerne drin haben möchtest. Und genau, da zeigt der dir oben immer so eine Leiste an, bis halt die Box voll ist. Ich denke, dass es auch für, ja, an dem Volumen so ein bisschen gerechnet wird. Ich hatte tatsächlich, dadurch, dass ich mich bei dem Newsletter angemeldet habe, weil ich mir die ja schon mal bestellt habe, zum einen irgendwie 5 Euro Rabatt, glaube ich, und zum anderen hatte ich noch irgendwie ein Set von Snooze gratis mit dabei. Das müsste auch hier irgendwie mit drin sein. Bin ich super gespannt und deswegen, ja, gucken wir mal rein. Ich habe natürlich die Sachen reingepackt, die ich drin haben wollte. Das ist vor allem Food. Ich habe ein Beauty-Produkt auch mit reingepackt, einfach weil es mich interessiert hat. Und jedenfalls glaube ich das. Es sei denn, ich habe es wieder aus dem Warenkorb rausgenommen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss also gleich mal, wir gucken mal zusammen rein. Und ja, du hast da aber auch, wie gesagt, also Food, Beauty, ja, Alkohol ist da auch, kann man sich auch nehmen. Das sind auch ziemlich coole Verpackungen. Also ja, und deswegen, ich weiß nicht, ja, warum die Produkte so günstig sind, ob das daran liegt, dass quasi die kurz vor MHD sind oder so, da gucken wir gleich mal drauf. Ja, ansonsten, vielleicht sind es auch irgendwelche Ladenhüter. Aber wir gucken jetzt einfach mal in die Box. So, der Karton kommt an und ich gucke mal eben kurz, wie viel der wiegen soll. 5 Kilo läuft. Ja, der ist auch ziemlich schwer. Genau. Da haben wir hier einmal den Blick in den Karton. Da haben wir einfach nur ein bisschen Füllmaterial oben drauf. Und Sammy denkt, dass da irgendwas für ihn drin ist. Maus, da muss ich dich enttäuschen. Also hier haben wir das Füllmaterial. Und ansonsten haben wir hier halt den Blick in die Box rein. Das Sortiment auf der You Try Me Homepage aktualisiert sich immer mal wieder. Ich glaube, die haben da keinen Turnus drin, wie oft sich das aktualisiert. Immer wenn es dann einem passt, sage ich mal, dass man sagt, ich finde das interessant und ich möchte die Produkte gerne testen, kann man sich die ja dann zusammenstellen und bestellen. Das ist ja keine Abo-Box. Und jo, ich fange mal mit einem Flyer an. Das ist eine Gratisprobe von Mesmer. Ja, finde ich interessant. Plus Vitamin D mit Granatapfel. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal, den Tee. Den mochte ich eigentlich wohl ganz gerne. Der ist gratis mit dabei. Den habe ich jetzt nicht explizit ausgewählt. Das ist cool. Das erste Produkt, was ich mir ausgesucht habe, ist von Ostmann ein Gewürz. Und zwar Paprika geräuchert und gemahlen. Und ja, sowas können wir immer mal wieder gut gebrauchen. Das ist bis 2023 haltbar. Also dementsprechend ist es kein MHD-Warenprodukt. Dann habe ich mir ausgesucht Relax Protein Balls von Berlin Organics. Das sind 40 Gramm. Die fand ich interessant. Die wollte ich mal ausprobieren. Und die sollen halt so ein bisschen lecker sein. Keine Ahnung. Mit Kirsche und Kakao, Cherry und Kakao und Vitamin B12. Protein-Snack-Balls mit einem hohen Ballaststoffgehalt. Und da sind 6 Stück drin. Das wollte ich ausprobieren. Dann habe ich mir Soft-Cookies ausgesucht. Ich glaube eigentlich, um das eher zu füllen. Das ist, ja, was für meinen Freund, ne? Soft-Cookie-Chocolate-Chunks. Oh, mega lecker. Das hatte ich auch schon mal in der Box mit drin. Das ist jetzt bis November 2020 haltbar. Also auch das nicht kurz vor MAD oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sind das auch irgendwelche Produkte, die einfach mal irgendwie gelauncht wurden und nicht verkauft wurden oder das Verpackungsdesign wurde geändert, keine Ahnung. Dann Berlin Organics, das Protect habe ich mir auch noch geholt, das ist mit Erdbeere und Hibiskus, diese Protein Balls, bin ich auch gespannt drauf. Sowas einfach mal so vom Fernseher zu snacken. Ein Soft Cookie habe ich mir auch noch mitgenommen, Dark Chocolate Chunks, das ist was für meinen Freund, der liebt sowas. Oh. Gut, dann habe ich mir von Wingman noch 3 Riegel mitgenommen. Das kann ich so als Frühstück auf der Arbeit gut essen. Das ist der Koffeinriegel. Cranberry Crunch habe ich mir ausgesucht. Dann habe ich mir ausgesucht Mango Crunch. Das ist dieser hier. Und dann habe ich mir noch ausgesucht Peanut Crunch, also mit Erdnussbutter. Ja, bin ich gespannt drauf. Hier ist übrigens das Beauty-Produkt, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar von Blütezeit, die pflegende Körperbutter mit Bio-Walnuss. Ja, ne? Keine Ahnung. Ich fand das einfach irgendwie ansprechend und deswegen habe ich das einfach mal mit in den Warenkorb damit reingepackt. So. Dann haben wir hier noch so einen Riegel. Sportness Eiweißriegel. Jo. Auch sowas kann man einfach mal als Frühstück auf der Arbeit ganz gut essen, finde ich, ne? Also ich werde die Sachen jetzt hier nicht probieren. Es wird auch wahrscheinlich ein relativ kurzes Video. Ich wollte sie einfach nur hier mal so ein bisschen zeigen und einfach mal, um zu zeigen, es gibt die Box und um das Ganze irgendwie vorzustellen und weiß ich nicht, was ich mir so reingepackt habe, ne? Von Freche Freunde so ein
Smoothie, Squeezy, Apfel, Erdbeere, Blaubeere und Himbeere. Sowas mag ich ja auch richtig gerne mal so zwischendurch, ne? Einfach, wenn man Bock auf Obst hat, aber nicht irgendwie die Möglichkeit hat, gerade an Obst ranzukommen, dann hat man das hier vielleicht irgendwo im, in der Vorratskammer oder so. Das ist auch bis November haltbar, also keine Ahnung. So, dann habe ich mir noch Schoki mitgenommen und zwar von Naturata, mehr als Bio, Himbeere Weiß. Oh, ich liebe weiße Schokolade. Und das dann, ich mag eigentlich nicht so gerne Schokolade mit Früchten, aber weiße Schokolade mit Früchten kann vielleicht was werden. Das muss ich mir mal angucken, da bin ich auch super gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr oder weniger Kalorien hat als normale Schokolade. Das ist mit 568 Kilokalorien pro 100 Gramm und hier sind 100 Gramm drin. Und das ist bis 2021 haltbar. Und weiße Schokolade, ja, das ist einfach weiße Schokolade mit mega lecker und fair gehandelt und bio und hast du nicht gesehen, fand ich ansprechend. Dann eine kleine Probe von dem Porridge, genau richtig, von Three Bears, dreierlei Beere, den hatte ich schon mal, den finde ich super lecker. Genau, das kann ich mir gut auf die Arbeit hinstellen. Dann haben wir hier jetzt diese Snooze-Produkte, die für Umme mit dabei waren, durch den Code habe ich das irgendwie gekriegt, weiß ich. War nur an dem Tag gültig. Sleep irgendwas, habe ich dann auch auf Instagram gepostet. Happy Dreams, Natural Sleep Drink, das ist der Regular. Das ist dieser hier. Und davon habe ich, glaube ich, 3 Stück, oder? 1, 2, 3. Genau, das war halt für Umme mit dabei. Und dann soll man besser schlafen können. Ich hatte das mal in der Beautybox mit drin. Ist jetzt nicht unbedingt so, ne? Nee, aber ach, schmeckt lecker. Dann habe ich hier noch etwas mitgenommen und zwar von Mitsuba Thai Chili Crispies. Das fand ich auch interessant. Das sind 85 Gramm hier drin. Und ich suche einfach nach einer schönen Snack-Alternative zu Chips. Ne? Das hat jetzt pro 100 Gramm 540 Kalorien. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, was da vielleicht sinnvoll ist. Ich persönlich esse jetzt auch in letzter Zeit einfach anstatt von Chips Salzstangen. Aber das ist auch nicht so das Wahre. Ja, einfach wegen meiner Haut, ne? Das, die rastet halt so ein bisschen aus. Dann habe ich mir noch die Variante Japanese Peanut Crunch and Crispies mitgenommen. Das ist dieses hier. Das ist sogar vegetarisch, steht hier hinten drauf. Das ist ja auch interessant. Palmölfrei, MSG-free, was auch immer das heißt. Und das ist gebacken. So. Dann habe ich hier noch Kaffee mitgenommen. Und zwar Eilis Kaffee Nummer 8. Nummer 1873, keine Ahnung. Das ist so eine kleine Probiergröße, ne, dass man das einfach mal probieren kann. Das sagt eine Probiergröße aus. Das ist auch noch ein Jahr haltbar. Da sind 100 Gramm drin enthalten und Kaffee ist ja eigentlich immer relativ teuer, also von daher. So, dann habe ich jetzt ganz aufgeregt aus. Etwas zerbrochene Gemüsesticks von Gasmans Guzzinos. Voll Gemüse, gebackene Gemüsesticks mit Paprika. Sowas finde ich ganz lecker, auch mal für zwischendurch zum Snacken. 412 Kilokalorien pro 100 Gramm hat das. Mach ich, das ist nichts für dich. Du bist ein Freundchen. Du darfst das nicht essen. Das darfst du nicht. Du kriegst gleich dein Abendbrot. Monsieur hat nämlich nicht mal sein Frühstück gegessen. Ne? Und wir haben es jetzt 18.28 Uhr. Das ist jetzt genau seine Zeit, um Abendbrot zu kriegen. Aber wenn Monsieur nicht mal sein Frühstück isst, was soll ich machen? Was soll ich machen? Er ist halt wählerisch. Gut, dann habe ich hier noch ein paar Sachen, die so in Papier einzeln eingepackt sind. Das dürften Getränke sein. So, da habe ich mir ausgesucht von All I Need einmal der grüne Tee und einmal der weiße Tee. Finde ich übrigens interessant, dass der weiße Tee in einer dunklen Verpackung kommt. Das hier ist Weißtee mit Apfel und Limette und das ist Grüntee mit Superfruits. Und den hatte ich auch irgendwo schon mal in der Box mit drin, ich glaube in der Degusta-Box. Und deswegen finde ich sowas auch mal ganz nett zum Haben. So, ja, das nächste. Genau, da habe ich mir Olivenöl ausgesucht. Auch sowas bekommst du da. Finde ich einfach praktisch von Bertolli, ne? Genau, das sind 250 Milliliter. Olivenöl können wir immer sehr gut gebrauchen, weil wir durch HelloFresh ja auch exzessiv kochen. Wir kochen echt viel und da brauchst du irgendwie gefühlt immer Olivenöl. Und Olivenöl ist, glaube ich, auch gesünder als Sonnenblumenöl. Weiß ich nicht, ich glaube schon. Und deswegen, ja, nehmen wir das halt auch vor allem. Dann kommen wir zum vorletzten Produkt. Und da habe ich mir, ja, genau, Bilz Bio-Limonade Zitrusseele. Die habe ich mir auch ausgesucht. Sowas finde ich auch immer ganz entspannt. Wir werden gleich grillen in einer halben Stunde. Und dann stelle ich das noch kurz kalt und dann kann ich mir das dazu trinken. Das finde ich eigentlich ganz gut. Erfrischt jetzt auch, weil heute ist es sehr, sehr warm. Und dann haben wir hier das letzte Produkt.
dürfte das gleiche sein, nur in einer anderen Geschmacksrichtung. Du kannst dir nämlich immer nur eins aussuchen, aber die haben manchmal verschiedene Sorten. Genau, das ist die Bärenseele Bio-Limonade. Und auch das ist einfach ein Getränk, was wir uns gleich gönnen werden. Und ich muss sagen, dass sich die Box tatsächlich hier auch sehr, sehr lohnt. Also du kannst halt gezielt die Produkte aussuchen, auf die du Bock hast, und lässt die Produkte weg, auf die du keinen Bock hast. Und deswegen mag ich diese Box ganz gerne. Und wie gesagt, es ist nicht nur eine Foodbox. Du hättest auch die Möglichkeit, dir da Gesichtsmasken oder sowas reinzulegen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die You Try Me Box, die ich mir jetzt zusammengestellt habe. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.